Das muss jetzt für Leute von außen ganz komisch aussehen, was ich hier mache. Aber in meinem wirren Kopf gibt das gerade irgendwie einen Sinn. So. Jedes Mal, wenn ich hier wieder zurückkomme in dieser, in unserer Öl- und Plastikproduktion, ne? Bist du begeistert? Eine Katastrophe ist das, also. Ja. Also, dass ich nicht den Überblick verliere, ist auch alles. In dem Fall geht das hier rüber. Ja, das ist halt wirklich alles nur hingerotzt irgendwie. Aber ich finde das fast übersichtlicher als den Rest. Was steht hier unten auch noch alles? Das ist ja hier. So, was jetzt man so alles so nebenbei findet. Das ist so ganz interessant eigentlich. Ja, guck mal, Gewebe ist sogar auch automatisiert. Stimmt. Jetzt sollte das einen Sinn ergeben hier. Jetzt haben wir 40 Container. Wenn ich jetzt gucke, das sind die 4. Und der ist mit dem auf einer Ebene und der ist mit dem auf einer Ebene. Das sind die 4, das passt. Dann haben wir genau die 2 als Eingang frei. Wunderbar. So. Soweit, so gut. Das Ganze würde ich doppelt machen. Doppelcontainer. Beziehungsweise. In dem Falle müsste ich sogar dreifach Container machen. Ja, geht nicht anders. Außer ich würde kleine Container oben drauf setzen. Ja, es stimmt, da haben wir doch die kleinen Container. Gut, dann müssen wir dreifach Container machen pro Item. Naja. Mehr Platz ist immer gut, ne? So. Und jetzt ist die spannende Frage, wie viel Alubleche und Gehäuse produzieren wir? Beziehungsweise lagern wir in unser Lager ein? Wie war da die Planung? Verstehe dich gerade ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das ist, ich hab, boah, nee, kann ich dir nicht sagen. Ich verstehe dich nicht. Das musst alles du machen. Ja, ich habe den Zug noch erwischt. Sehr gut. Richtig Freude wie bei der Bahn hier. Gerade noch den Zug gekriegt, jawohl. Ja, es war knapp. Ich muss auch fliegen. Also, das ist. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es wirklich schaffen würde, drauf zu landen. Aber dann habe ich es doch geschafft. Freeze. So. Ich finde das süß, hier unsere kleine Alu-Produktion.
Ich finde die schon groß. Wenn ich mich so dran erinnere, was ich gerade so bei mir baue, ist fast auf dem gleichen Niveau. Ja, das ist, das hatte ich in, im Factorio-Stream letztens erst. Wo ich dann gedacht habe, so, oh ja, ich baue doch hier eigentlich ganz, ganz große, schöne Dinger. Und dann die anderen im Chat so, ja, also ich habe da ja schon 50.000 Roboter, die da rumfliegen und dödödö. Und denk so, ja, ja gut, das ist, da bin ich weit von entfernt. Von 63? Ich glaube. Ich schreibe das einfach mal mit auf, das passt schon. Das kann nur schief gehen, aber es wird schon passen. So. Oh Gott. Jetzt haben wir es gleich. So. Da haben wir jetzt für jedes Item 3 Doppelcontainer. Also platztechnisch ist auf jeden Fall mal was da. Dann passt das aber auf jeden Fall mit den Anschlüssen, so wie ich mir das denke. So. Dann brauche ich diese hübschen Geräte hier. Ich habe gerade mal zusammengezählt, unsere ganze Produktion produziert mehr als auf ein Mark 5 Band passt. Also müssen wir schon mal mindestens 2 Mark 5 Bänder legen. Das, damit hatte ich aber schon gerechnet und das ist auch kein großartiges Problem. Weil unser Bahnhof hat ja 2 Eingänge. Naja, das geht alles. Sehr gut, wir haben genug Items für den Meilenstein von dem Weihnachtsding. So. Also können wir den irgendwann gleich auch machen. Ja. Wenn wir wollen. Der müsste. Lass mich überlegen. So passen, ne? Ja. Schön, dass du den immer einen runtersetzen willst, Spiel, danke. Ich liebe dich jetzt schon dafür. Das Spiel ist doch klasse, ich weiß nicht, was du hast. Es setzt immer diesen blöden Lift immer eins runter. Lass das Ding da oben. Das hat schon Grund, dass ich den da oben platziere. Das Spiel lässt Kreativität zu. War nie anders, das wird nie anders sein. Das Spiel zwingt dich nicht zu irgendwas. Du akzeptierst einfach das Spiel nicht. Das muss ich ausleben, ne? Ja. So, das passt. Das passt überhaupt nicht. Scheiße. Ah. Ah, doch, passt. Ah, jetzt habe ich kurz einen Moment einen Schock gekriegt. Naja. Das ist bei Horrorspielen, da schrecke ich mich. Da kriege ich keinen Schock oder so, aber hier. Wehe, das Ding sitzt schief und ich erkenne, dass ich jetzt irgendwie 50 Dinger falsch gesetzt habe. Boah. Das ist der wahre Horror. Alles wieder neu bauen.
Ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Mich beruhigt dieses Spiel sehr. Ich kann mich schön entspannen. Dieses Spiel ist klasse. Das ist mein Ruhepol so ein Stück weit. Meine Comfortzone. Und wenn wir Horror spielen, das ist... Nee. Entspannung pur. Ja. Oh, hier geht's runter. Ich habe jetzt auch wieder ein Horrorspiel, was ich mal spielen will. Das werde ich im Stream jetzt demnächst mal spielen, denke ich. Ist das auch mit Rätseln und so Sachen? Ne? Da muss ich auch ein bisschen nachdenken. Ob gut geht. Ja, bestimmt. Nein, falsch. Spiel, hör auf. So. So. Ja, einmal umsetzen. So. Der alte Mann hier kann schon gar nicht mehr sitzen. Und ich werd alt. Das habe ich letztens erst gemerkt. So, so schlimm schon? Ja, ja. Ich hatte es geschafft, am Sonntag bin ich aufgestanden, ganz normal. Ja, nichts zu tun. Dann habe ich gedacht, gut, schmeiß dich aufs Sofa. Dann bin ich auf dem Sofa nochmal eingeschlafen, so. Hockst halt da so, lehnst dich so auf die Seite so ein bisschen und schläfst halt einfach nochmal ein. Ja, habe ich gemacht. Ja. Dann bin ich aufgestanden und hat es mir so dermaßen in den Rücken reingeschossen, weil ich irgendwie komisch gelegen bin diese anderthalb Stunden. Ja, und dann hatte ich die Schmerzen des Todes im Rücken, und zwar den kompletten Tag und die komplette Nacht. Ich habe eigentlich gar nicht mehr geschlafen seitdem dann. Bis am Montagmorgen, bis ich dann mal zum Arzt konnte. Weil egal, wie ich mich bewegt habe, wie ich mich gedreht habe, wie ich mich gelegt habe, es hat einfach alles wehgetan. Es hat einfach alles nur noch mit Schmerzen zu tun gehabt. Ja. Und dann war ich beim Arzt und ja, die Ärzte meinte dann so von wegen so, ja, sie haben da eine Blockade in der Wirbelsäule hinten. Und so, ja, schön. Super. Ist ja nett. Ja, jetzt halt Wärme, Tabletten und irgendwie muss ich demnächst mal oder nächstes Jahr wahrscheinlich zum Orthopäden und dann müssen die mal gucken, was mit meiner Wirbelsäule nicht stimmt. Ja, ich bin ja, alt. Eigentlich ist eine Blockade nichts so Wildes. Die hat gesagt, irgendwie ist da so eine Fehlstellung von der Wirbelsäule, die ist nicht so, wie sie sein sollte und mit dem Alter nutzt sich das dann wohl eher ab bei mir und ja. Somit ist es offiziell, ich bin alt. Ja, du bist ein junger Hüpfer. So wie du jetzt gerade die Lifte baust, werden die obersten Container als erstes gefüllt, ne? Also das ist nur, damit dir das bewusst ist, dass wir hier nachher entweder einen Weg haben, um an die Kisten da oben dran zu gehen, oder du tauschst die Lifte so, dass das von oben nach unten fließt, dass die untersten Container als erstes voll werden. Nee, das passt schon, das passt schon. Ja gut, also baust du uns noch eine Plattform, dass wir dann quasi oben an die Kisten gehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich will nachher, dass das dann, kleinen Moment. Ich hab's immer gesagt. Psst, Ruhe, Jamila. Was? Oder? Du hast nichts ohne gehört. Ohne es vorher gesehen zu haben. Ich wusste, dass als es hieß, ich habe es immer gesagt. Und ich wusste ganz genau, wer es geschrieben hat. Das hast du nie gehört, Jamila. genau. So, also geplant ist... Wo bist du? Ah gut, du siehst den Stream, ne? Egal. Ich stehe direkt hinter dir. Ich stand gerade nur auf dem Container. So, dass das dann hier reinfließt. Und... Je nachdem halt, wo das dann vielleicht, wenn das produktionsmäßig noch irgendwo hin soll, dass man das dann halt hier oben über den Lift dann halt wieder hier runter und wegfließen lassen könnte, rein theoretisch. Ja, aber das
werden wir nicht machen. Also, das ist ja ein Lager. Das heißt, hier lagern wir einfach nur die Items ein. Wir wollen die ja hiervon nur wegnehmen. Wir produzieren eigentlich alles Mögliche immer nur fürs Lager. Und nicht, also wenn wir irgendwas sich in der Produktion nochmal 50 Beton brauchen oder so, dann bauen wir eben eine kleine Betonproduktion. Dann ziehen wir uns die nicht aus dem Lager. Gut, dann kann ich sogar noch auch relativ kann ich noch einfacher bauen. Da könnte ich sogar noch eine Kiste hier vorne dran mit einem Lift nach unten. Und da drüber dann halt noch Plattformen und sowas. Da habe ich Ideen. Ja, mach mal. ich vertraue dir da. Du wirst es wissen. Organisation. Was wird denn ein? Nee. Ja, wobei, doch einer reicht. Einer reicht. Genau, der müsste dann so. Jetzt muss ich nur gucken, dass das platztechnisch hinhaut, aber. Boah, sollte. Teste ich gleich mal bei einem, bevor ich jetzt alle baue. Ist vielleicht nicht verkehrt. Bevor ich jetzt wieder 40 Stück setze und feststelle, oh, war doch kacke. Das ist eine sehr clevere Idee. Es ist immer so unschön, wenn das passiert. So, oder? Nee, der war zu hoch. Aber es passt auf jeden Fall vom Abstand. Das ist okay. Das war echt das, was ich wissen wollte. Wunderbar. So. Dann. Pflanze ich jetzt die Dinger immer eins vorne dran. Der kommt dann hier hin. Ach, mit dem habe ich da wieder ein Problem. Ah, diese blöde Ecke wieder. Verdammt. Also das würde passen. Einzige Problem sind wieder die Ecken. Wie kriege ich jetzt das gelöst? Ich könnte hier einen draufpacken, aber ich kann ja da halt keinen hinpacken. Das rein theoretisch wäre dann immer einer, der nicht geht. Das wird doof. Das wäre sehr, sehr schlecht. Das wäre in der Tat schade, ja. Aber das kann ich jetzt drehen und wenden, wie ich will. Das ist trotzdem, das ist immer blöd. Nee, dann mache ich das mit verschiedenen Ebenen. Den süßen kleinen Container. Ja, das macht aber keinen Sinn. Funktioniert nicht. Gut. Dann mache ich das mit Ebenen. So. Wie mache ich weiter? Das von außen verkleiden, das mache ich zum Schluss. Das ist egal. Das Muster steht soweit. Jetzt müsste ich nur auf die verschiedenen Ebenen.
Nase kitzelt. So. Also wir werden Treppen brauchen, dass eins mal sicher ist. Gut, Treppen haben eine interessante Breite. Aha. Schön. Ein halbes Fundament. Tatsache. Wie mache ich das? Gut, es ist auch nur ein halbes Fundament, das passt eigentlich. Das passt soweit, okay. Wie breit seid ihr? Seid ihr auch ein halbes Fundament breit? Ja. Und wie breit bist du? Bist du auch ein halbes Fundament breit? Oh ja. Sehr schön. Das bedeutet, ich könnte... Ich sehe nichts, ne? So. Mit Licht ist schon besser. Ah. Okay, hier wäre das doof. Hier wäre das allerdings auch schon doof. Vom Lift her passt das da nicht. Okay. Ich könnte es dann so mittig drauf platzieren. Das würde gehen. Ja, dann machen wir das auch mit dem Lift wieder hin. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das da wird. Das, das bin ich selber gerade. Mal gucken. Aha. Das Grübeln. Das könnte ich so bauen, ne? Den wollte ich nicht. Ach so.
Genau, dann auch hier. Nee, den will ich nicht, den will ich. Kann ich da eigentlich? Nee, da kann ich nicht wechseln, okay. Oh. So. Da können wir hier, hier, hier. So, das passt. In dem Fall würde allerdings der wegkommen, der würde wegkommen. Den und den lasse ich stehen. Also ich mache das erstmal komplett einmal mit den Blöcken, glaube ich, zu. Einfach als Orientierungshilfe und mache das dann wieder weg später. Hatte ich kurz das Gefühl, hier laufen zwei Musikstücke gleichzeitig. Okay. Ich möchte dem Musikstück jetzt nicht zu nahe treten, aber es hört sich jetzt gerade so an. Wie auch immer der Komponent dieses schönen Liedes ist, keine Ahnung. Hier muss ich wieder tricksen, ey. Ah, wobei von hier aus kam ja auch locker drauf. Ja, das passt. Nee, jetzt bin ich wieder zu nah dran. Ah, leck mich doch. Spiel! Hör auf! Shit.